Guten Morgen aus Granada. Hinter mir sieht man die Kirche und den Marktplatz von Granada. Es ist eine der meistumkämpftesten Städte des bewaffneten Konflikts Kolumbiens. Sowohl die Paramilitärs als auch die Guerillagruppe FARC haben hier ordentlich zugeschlagen. Die FARC hat ganze 4 Häuserblocks zerstört. Und es gibt eigentlich kaum eine Familie, die keine Opfer hier zu beklagen hat. Keine Familie, die nicht Vertriebene war, keine Familie, die nicht irgendwelche Opfer zu beklagen hat. Und wir haben gestern schon Gloria begleitet, eine ganz starke Frau, die sowohl ihren Mann als auch ihren Vater als auch ihre 2 Geschwister verloren hat an die FARC und die heute trotzdem relativ friedlich hier in Granada lebt und im November letzten Jahres sogar dem Pastor Alape, einem oberen Kommandanten der FARC, die Hand gegeben hat, um sich mit ihm zu versöhnen. Die werden wir heute wieder treffen.